Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, gibt man den Begriff Europol im Netz ein, dann bekommt man sofort einen Eindruck von der Vielfältigkeit von Europol. Zweitgrößter Darknet-Marktplatz der Welt abgeschaltet, 150.000 Liter falsches Olivenöl beschlagnahmt oder auch 8 Festnahmen in Spanien wegen Kryptogeldwäsche. Was für eine Bandbreite von Europol. Und schaut man in die Wahlprogramme der Parteien hier bei uns zur Europawahl, so gibt es bei fast allen einen Verweis auch auf Europol und wie wichtig der weitere Ausbau ist. Nur eine Fraktion hier im Haus hat es noch nicht verstanden, wie wichtig Europol für die Sicherheit in unserem Lande ist und auch für Europa. Sie stellen die Sinnhaftigkeit von Europol in Frage und wollen weniger europäischen Austausch. Das ist nicht nur falsch, das ist auch gefährlich. Aber ich komme zum Ausbau von Europol zurück. Ja, das wurde bereits ausgebaut. Und da es mehr Aufgaben gibt, wurde auch die Kontrolle verstärkt. Seit 2017 ist schon erwähnt worden, kontrolliert das Europol-Kontrollgremium, bestehend je zur Hälfte aus Mitgliedern des LIBE-Ausschusses des Europäischen Parlaments und Parlamentariern aus den Mitgliedstaaten von Europol. Deutschland wird durch 4 Parlamentarier vertreten, 2 aus den Bundesländern und ist schon erwähnt worden, Herr Irmer und meine Wenigkeit vertreten Sie alle aus dem Bundestag bei Europol. Wir tagen 2-mal im Jahr. Europol erstattet uns dort Bericht. Die Kriminalitätslagen werden erörtert und die erforderliche Vernetzung und neue Arbeitsbereiche vorgestellt. Und natürlich auch immer wieder Haushalt und Personal ist Thema. Die Präsidentin von Europol, Frau de Boll, hat uns im Innenausschuss besucht, falls das jemand mitbekommen hat, hat berichtet, stellt allen Ausschussmitgliedern für Fragen zur Verfügung und auch da wurde die nähere und weitere Zukunft von Europol erörtert. Und die steht ganz eng im Zusammenhang mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Im Jahr 2018 standen Europol insgesamt mit einem Nachschlag von ungefähr insgesamt 130 Millionen zur Verfügung. Und für 2019 wurden 143 Millionen angemeldet, sollen aber nur 112 Millionen kommen. Erst durch erheblichen Druck konnte im letzten Moment annähernd der Haushaltsansatz der vergangenen Jahre wieder rausverhandelt werden. Und ähnlich war es mit dem Personal. 2018 hatte Europol 576 Planstellen und für 2019 waren 43 durch die vermehrten Aufgaben erforderlich. Genehmigt wurden 5, in Worten 5. Demnächst geht es um den mehrjährigen Finanzplan Europas und unter Berücksichtigung des Brexit, also weniger Geld und mehr Ausgaben, zum Beispiel für Frontex. Geplant ist hier eine Aufstockung von 10.000 Leuten. Das ist ja keine Kleinigkeit. Personen- und Grenzsicherungssysteme, aber auch für den erforderlichen und beschlossenen Aufgabenzuwachs für Europol, der jetzt schon besteht. Hier sehe ich eine Aufgabe der Bundesregierung, Herr Krings, und des Innenministeriums. Ja. Ja, das ist sehr schön. Das ist nämlich sehr wichtig, bei den gesamten Verhandlungen dafür einzutreten, dass die notwendigen Finanzmittel auch zur Verfügung stehen und wir nicht auf letzten Moment da noch reinverhandeln müssen und hektische Verhandlungen führen, damit die Finanzierung von Europol und deren Zukunftsaufgaben auch gesichert ist. Und da haben wir in Deutschland mitten in Europa gelegen ein sehr hohes Interesse, dass Europol noch effektiver wird. Braucht also mehr Mittel für den Ausbau zur Kapazitätsanalyse, Speicherung und Auswertung von Daten, Kriminalitätsstrukturen, als Plattform für internationale Zusammenarbeit, als Unterstützung auch von Dienststellen vor Ort, jetzt schon, als Verbindungsebene innerhalb Europas, aber auch in die Drittländer weltweit. Wir brauchen Europol zur Bekämpfung von allein circa in Europa 5.000 wird geschätzt agierender Gruppierung organisierter Kriminalität. Aber auch Cyberkriminalität und Terrorismus ist allererstes Ziel, aber auch solche Dinge wie Korruption, Geldwäsche, Finanzermittlungen, Einbeziehung von Vermögen. In unterschiedlicher Zusammenarbeit in Europa, aber auch mit Ländern, man höre und staune, wie Jordanien, Israel, Ägypten, Marokko, Japan, USA, Süd- und Mittelamerika oder auch Neuseeland, Indien, Irak oder die Russische Föderation. Sei es, um neue Strukturen zu erkennen, die erst noch nach Europa kommen, oder Taten und Tätern, die sich über mehrere Länder und Kontinente erstrecken und dies nur in der Konstellation in bestimmten Ländern gibt. Es zeigt, wie breit gefächert die Arbeit jetzt schon ist und wie wichtig die zukünftige finanzielle Ausstattung sein wird. Wie entscheidend es auch ist, fähige und innovative Ermittler und Ermittlerinnen dort zu haben.
wie wichtig es ist, dass die einzelnen europäischen Länder auch mit eigener Polizei bei Europol tätig sind und damit auch die Kriminalitätsbekämpfung weltweit und automatisch auch im eigenen Land voranzutreiben. Spanien und Niederlande sind mit 100 Beamten bei Europol vertreten, Italien, Griechenland und Rumänien mit 67, Deutschland mit 62. Also da ist noch richtig von Bund und Land Luft nach oben, mehr Beamte nach Europol zu schicken. Das dürfte, denn die Beamten bringen nach ihrer Abordnung auch unschätzbares Wissen in der Ermittlungsarbeit bei organisierter Kriminalität in die heimischen Dienststellen zurück. Und jetzt komme ich zum Antrag der FDP. Man höre und staune, er beschließt uns schließlich mal eine Debatte über Europol zu einer guten Zeit hier im Bundestag. Das kann ja nur Werbung sein, und dann hört es aber auch schon auf. Der vorliegende Antrag beinhaltet sehr viel Zukunftsmusik, die aber mit den realen Möglichkeiten, ja, wie das so ist mit Zukunftsmusik, die aber mit den realen Möglichkeiten zurzeit und in absehbarer Zeit rein gar nichts zu tun haben. Abgesehen von einem Personalausbau, erstmal zuhören, ganz entspannt. Abgesehen von einem Personalausbau erheblichen Ausmaßes, verbunden mit einem ebenso massiven Sachmittelvolumen, bedeutet das auch logischerweise den Aufbau einer europäischen Justiz auch mit einem identischen Aufbau. Also nur mal so das Volumen. Die europäischen Länder haben aber sehr unterschiedliche Systeme des Strafrechts, des Strafverfahrensrechts und auch die polizeilichen Befugnisse. Und die sollen sich jetzt alle angleichen. Nur ein Beispiel. Es gibt europaweit höchst unterschiedliche Auffassungen immer noch. Was ist ein Gefährder? Und welche Maßnahmen können, müssen und dürfen angewandt werden? Und jeder Mitgliedstaat ist von seinem Rechtssystem sehr überzeugt. Sie wollen also das Problem mit Rechtsrahmen lösen. Wir kennen alle die Geschwindigkeit, mit der solche Projekte in Europa verhandelt werden. Das dauert zu lange. Eine gute von den Ländern gelieferte Datenlage und Erkenntnisse aus dem internationalen Ausland, analysiert und ausgewertet von Europol, angereichert mit den Erkenntnissen der nationalen Zentralstellen, wie bei uns zum Beispiel das BKA. Jawohl. Zusammenarbeit mit den Ländern und mit den Polizeien auch vor Ort, das ist eine effektive polizeiliche Arbeit, die vor Ort auch Auswirkungen hat und auch auf internationale Ebene funktionieren kann. Das ist unsere Zukunft, und da hoffe ich, dass alle mithelfen, die finanziellen Ressourcen zu sichern, denn da ist noch ein weiter Weg. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Mittag. Als nächstes hat das Wort der Kollege André.